Naja, wenn man das so anschaut, so Rest, da kriegt man einen richtigen Hunger. Zack, jetzt passt's. Was kann sie in Weizenkirchen besser machen als eine Bäckerei? Genau dies hat sich der Robert Guschelbauer und seine Vorfahren auch gedacht. Ich bin der Robert Guschelbauer, bin im Betrieb von Guschelbauer Backwaren in Weizenkirchen gesellschaftlicher Geschäftsführer und bin eigentlich für alles zuständig. Wir sind ein Traditionsbetrieb, den es seit 100 Jahren gibt, in vierter Generation, kommen von der Handwerksbäckerei aus und sind seit 1995 tätig in Tiefkühlbackwaren. Wie viele sind das jetzt da? Na, das sind etliche. Ja. Was macht euch so besonders oder was hebt euch von der Konkurrenz ab? Das ist uns recht wichtig, dass wir eigentlich Rezepturen nehmen von früher her und die eigentlich verbessert mit der heutigen Technik. Da sieht man, dass da noch Handwerk betrieben wird, zum Teil. Ja, ich meine, das ist sowieso ein Traditionsprodukt, der Marillenspitz, den machen wir auch schon über 15 Jahre lang. Und da sieht man auf der einen Seite die vollautomatische Teigband, aber dann das Handwerkliche, dass jedes Produkt noch individuell ist. Naja, wenn man das so anschaut, so Rest, da kriegt man einen richtigen Hunger. Ja, das soll so sein, dass du einen richtigen Hunger kriegst. Aber weißt du was? Jetzt gehen wir um und dann zeigst uns du deine Künste, was du dabei gesehen hast. Und dann machst du uns sowas und dann das probieren wir dann. Oh weh. Machen wir einen Vergleich. Okay. Stell dir meinen Sonder vor. Servus, Hermann, hallo. Hallo. Du traust dich gegen mich antreten? Da immer, sowieso. Ich frage, traust du dich gegen mich antreten? Ich würde sagen, ich zeig dir jetzt mal ein paar Grundgriffe. Ja. Und dann legen wir los. Zack, jetzt passt's. Jetzt schauen wir, dass wir da so einen 20 Gramm Tupfer aufkriegen. 20 Gramm? Ja, es sind genau 20 Gramm sein. Blech halten fällt mir mehr. Das würde ich sagen, darfst du deine eigenen Formen und Kreationen ausdenken. Okay. Wie groß ist der Ofen? Also kann man eine stehende Skulptur einstellen. Oh, hervorragend. Also ein japanischer Reisregen ist das. Da bleibt natürlich noch ein bisschen was über. Das ist für die, was wir trainieren müssen. Zack. Raiffeisen ist eigentlich jetzt schon einige Jahre unser Partner und waren natürlich die letzten Jahre bei jeder Produktionserweiterung, die was wir gemacht haben, immer unser Partner und sind es nach wie vor für uns. Und das ist eigentlich ein Vertrauen, das was man so gegenseitig aufgebaut hat. Okay, dann schauen wir mal. Gehen wir's los. Ach, so nervös, so unglaublich nervös. Also ist jetzt da kein Unterschied, wenn ich ganz ehrlich bin. Das probieren wir mit Michael seine Sachen. Ach, das erste Mal. Was hast du da für einen Namen überlegt? Das ist eine Medaille, das sind die Sonnenstrahlen. Das erste Mal, die Medaille wird dann immer größer natürlich. Ja? Hm. Ja. Aber gar so viel ist hier nicht für eure Sachen. Das ist einer von dir, nicht von uns. Was mir wirklich stolz sind, das sind eigentlich der Zusammenhalt, der was da in unserem Betrieb herrscht. Also wir sind eigentlich wirklich schon mittlerweile eine Riesenfamilie. Wir haben über 15 verschiedene Nationen im Betrieb. Aber da ist also ein Miteinander wirklich klasse zum Anschauen. Das Wort Morgen hat mehrere Bedeutungen. Da in Oberösterreich steht es nicht nur für den Start in den Tag, sondern vor allem für Voraussicht und einen familiären Zusammenhalt, der über den aktuellen Tag hinaus Bestand hat. So gingen Robert Guschelbauer und seine Familie ihre ganz persönlichen Erfolgswege. Servus, Hermann. Ah, da steht er. Aber ich würde mal sagen, du fährst einfach und verlegst ein bisschen was, oder? Oder?